Herzlich willkommen zurück zu FIFA 23. Ich begrüße Sie, liebe Zuschauer, gegen Leverkusen im DFB-Pokal. Wird schwer, ins Viertelfinale einzuziehen. Wolfuß und Frank Buschmann. Aber wir geben natürlich unser Bestes. Wir zeigen Ihnen heute eine Partie aus dem Achtelfinale im DFB-Pokal. Hannover 96 gegen Bayer Leverkusen. Die Gäste sind der Favorit, was den Einzug in die nächste Runde angeht. Da machen wir uns nichts vor. Aber im Fußball haben wir das schon oft erlebt, dass es ganz anders kommt. Von daher erstmal abwarten. Abwarten und Tee trinken. Gut verteidigt. Ganz eng den Angriff und der bindet er, aber ich vermute, das gibt Gelb. Frühe gelbe Karte, das hätte... Ja. Könnte auch schon das erste Gegentor sein. Das Spiel lenkt ein bisschen, Digga, wie man sieht, Alter. So, mal gucken, was da läuft, ne? Gucken, was jetzt nach dem Freistoß rauskommt. Sie gerne verhindert. Denn das stellt sie vor Probleme. Einen Platzverweis darfst du dir in so einem Duell eigentlich nicht erlauben. Schlecht. Ja, sie werden jetzt umstellen müssen. Ja, ich versuch's jetzt mit langsamem Aufbauspiel. Mit erfolgreichen Pässen. Youssef En-Nesyri ist jemand, der könnte dieser Partie heute seinen Stempel aufdrücken. Der ist stark. 4 Tore aus den letzten 3 Spielen. Im Moment hat er jede Abwehr Probleme. Im Moment läuft es wirklich ein Tor nach dem anderen. Würde mich nicht überraschen, wenn das heute so weitergeht. Ah, da können sie es machen. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Hannover kann über außen kommen. Da klären sie erstmal. So, jetzt verteidigen. So. Schick. 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 Glück. Der Ball geht an die Latte. Da stand der Assistent gut. Abseits. Der Controller geht langsam leer. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Schade. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Sehr schön, Momolo. Tim Kleindienst. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Nee. Leider nicht. Patrick Schick. In den freien Raum. So, und jetzt. Tor Leverkusen. Das ist auch lächerlich. Das Tor aus kurzer Distanz. Hier machen wir noch mal ein Auge drauf. Er bleibt cool. Macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik. Das sind die beiden Schlagworte. Fritz mit seinem ersten Tor gegen dieser Saison. Ganz wichtig in dieser Szene, der Verteidiger holt sich den Ball. Boah, sein erstes Spiel im DFB-Pokal. Schick! Da könnte was entstehen. Youssef En-Nesyri mit dem Fingerspitzen den Ball jedoch über die Latte gedreht. Knapp liegt Leverkusen vorne, ist noch kein beruhigender Vorsprung. Umso wichtiger, dass sie diese Ecke nutzen. Ja, jetzt kann es eng werden. Ballgewinn durch dieses frühe Stören. Vincenzo Grifo. Da war mehr drin. Es gibt Abstoß. Ja, so ist es. Ja,
Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke lächerlich, in der Abwehr. Alter. Machen Sie jetzt gut. Youssef En-Nesyri. Ball ist weg, aber geht da noch was? Abstoß. Gut genervt. Oh, er bekommt die Unterstützung. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Bei Bayer Leverkusen sehen wir im bisherigen Spielverlauf nur eine mäßige Ballbesitzquote. Aber bei den Toren sind sie eben vorne und nur das zählt. Ballbesitz ist nicht alles, Tore sind wichtiger. Jetzt sehen Sie sich erstmal diesem Angriff hier gegenüber. Und nun ein Schuss. Wobei, das hat auch Ball kommt gut, aber nicht schlecht. Da macht er ganz sicher. Die Fans geben alles, die wollen den Ausgang. Da kommt die Ecke. Oh, misslungene Befreiung hier. Schuss! Oh, schade. Flachodimos macht sich da ganz lang. Flachodimos. Tief wahrscheinlich. Jetzt kommt die Ecke. Die Parade bei diesem Kopfball, ist wirklich gefährlich. Echte Torgefahr, sieht anders aus. Absolut, Wolf, war doch eher ungefährlich. Da ist das Pressing sehr erfolgreich. Schön. Könnte der Ausgleich werden? Nein! Abschluss, das Digga, es kann nicht wahr sein. Abschluss. 8. Dezember gegen Union. Wird spannend. En-Nesyri. Bayer weiter mit dem Ball. Schöne Pässe jetzt. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Das ist so lächerlich, dass ich den einen Ball schon nicht bekommen habe, Alter. Sie mit zwei Toren vorne. 2-0 steht's hier. Sie machen einen guten Eindruck. Die erste Digga, Hälfte ist kein damit Schuss bei mir ansatzweise rein. Aber wir sind da. Es kann noch was passieren. Mal gucken. So, bisschen Ruhe für die Jungs. Kein Moroja mit. Klare Führung für Bayer Leverkusen. Seit zwei Spielen nicht gespielt. Durchgang 2. Weil ich eigentlich erwartet habe, dass wir jetzt gegen Gladbach, also das nächste Spiel gegen Gladbach spielen. Schöner Spiel. Pass. Und ich muss noch einmal gegen Nizza spielen, deswegen will ich meine Stammkräfte nicht. Gutes Tackle hier. Alle ausnutzen. Okay. Was sich eigentlich da unten? Youssef En-Nesyri. Die Leverkusener spielen ja bald und wir werden daran erinnert, mit wem sie es zu tun bekommen, Buschi. Gegner ist der Flachodimos, hält den Ball mit dem Hechtsprung. Vielleicht können sie diese Ecke zum Anschlusstreffer nutzen, die Fans hoffen drauf. Die Ecke kommt. Ja, Konter jetzt. Da wäre vielleicht der Platz schnell, für Leverkusen. Ping-Pong. Wie Ping-Pong. Die Chance jetzt. Oben ein harter Doppelpack, aber schön gehalten. Ja, da noch zum Schluss kam, Alter. Ja, das war natürlich wichtig. Ist ein echter Rückhalt dieser Mannschaft. Ball wird kurz gespielt. Sehr schön, Leopold. Schade. Youssef En-Nesyri, sie stören früh und da haben sie Erfolg. Jetzt der Versuch.
Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Tim Kleindienst. Das könnte was werden. Aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Verteidigung ist stark, sehr stark heute. Das war letztes Mal einfacher. Youssef En-Nesyri. Sehr schön wieder. Super Parade, klasse gehalten. So, Walbrecht. Es wird jetzt hier gewechselt. Ja, noch nicht zu viel. So, jetzt die kurze Variante. Tomori. Gefährliche Szene. Nächstes Tor. Digga, wie ist der geflogen, der Schuss, Digga? Kann nicht wahr sein, dass alles gefühlt reingeht. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Gespielt. Schick! Youssef En-Nesyri, da passt der klasse auf. Mit der Mann, also wenn ich nicht mit meiner richtigen Mannschaft spiele, dann wird das nichts, Alter. Dann spiele ich so kacke. So, Ecke kommt. Sehr schön, Bayer. Teuchert, lauf doch nach vorne, Digga. Super Aktion, das ist die Ball. Ich fang jeden Ball ab. Bei mir geht jeder Ball durchgefühlt, Alter. Guck, ey, ich fang den Ball ab, dann direkt beim Gegner. Der kommt easy durch, als ob ich nicht da bin. Wird's. So, das so lächerlich. So deutlich. Lächerlich, Alter. Vorsprung ist klar, 4 Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich. Der Ball ist drin! Sehr schön, Bayer. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Wird am Tor wahrscheinlich nichts mehr ändern. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe. Neuer Spielstand jetzt also 4:1. Schöner Kopfball. Und der war nicht einfach vor. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf. Sie bekommen den Ball nicht raus. Und da ist der Ball wieder weg. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Viel mit Auge. Da wollte er vorbei laufen lassen, aber jetzt gibt er doch Freistoß. Wo hab ich gefault, Digga? Jetzt wird sie Auswechslung geben. Sie können sich da hinten befreien. Einwurf. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Ganz energisch. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Ich drück normal X, dass er normal passt. Digga, es kann nicht wahr sein, ey, Digga. Kerem Demirbay. Was für eine Chance. Oh, waren das die Nerven. Der muss eigentlich fast drin sein. Da ärgern sie sich. Ja, jetzt die Leverkusener. Sie geben nochmal alles, machen das Tor, aber das ist zu spät, oder? Ich fürchte, ja, Wolf. Schauen wir auf die Uhr. Hilft das hier noch? Ich habe da meine Zweifel. Da kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben Sie sich selbst zuzuschreiben. Vielleicht geht da noch was für uns. Neuer Spielstand 4:2. 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Ja, mein Gott, Digga. Palacios. Super dieses Zuspiel. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Es bleibt hier beim Spielstand.
Tim Kleindienst. Gefährlich, der Steilpass. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Sah durchaus nicht ungefährlich aus. Gut geklärt. Ach, komm, Alter. Schick. Vincenzo Grifo. Ah, guter Steilpass hier. Gehalten, macht er gut. Ja, nee, schaffe ich nicht mehr. Schade. Jetzt der Eckball. Die Szene damit beendet. Eine Minute noch. Ich hätte Täuscher den Sturm reinbringen sollen. Wird's. Ja, schaut sich um, wo ist vielleicht die Lücke? Kerem Demirbay. Wird's. Wartet im Moment. Hoppala. Da hat er die Chance. So, und damit steht es fest. Leverkusen ist in der nächsten Runde. Überzeugender Sieg also in diesem Duell. Bitte. Ihr merkt, ich bin angeschlagen, Alter. Da wird es auf jeden Fall Änderungen geben. Jedes Mal mit dieser Mannschaft, Digga, wenn ich bin. Also nicht Olsen. Olsen ist gut. Auch wenn er dieses Spiel nicht richtig überzeugt hat, finde ich. Aber wenn ich mit dem spiele, und Bad Derrock und Walbrecht, Digga, Feierabend. Auch wenn Walbrecht, finde ich, sich gut gemacht hat. Ist Feierabend, aber was soll ich machen, Digga? Man kann nicht immer gewinnen. Schade, dass wir im Achtelfinale raus sind, aber ja. Jetzt können wir uns auf Europa League konzentrieren und ja. Und auf die Liga, einen ordentlichen Abschluss und ja. Ich danke fürs Einschalten, lasst gerne ein Abo da. Das wäre wichtig, damit wir die 20 voll bekommen und ja, haut rein, euer Black Boost.